Hallöchen, ja, ihr Lieben, ihr seht's, heute ist Sketchtime. In meinem Livestream vor kurzem habt ihr ja schon ganz doll reagiert nach dem Sketch und dann habe ich gestern mit Erschrecken festgestellt, huch, jetzt musst du ja wirklich ein Video drehen, weil sonst ist nämlich der kleine Februar rum. Ich habe ja eigentlich vor, jeden Monat was also ein Sketch euch zu zeigen und ja, das mache ich jetzt hiermit. Ich zeige jetzt hier wie immer alle eure Karten vom letzten Sketch. Das war der letzte Sketch. Ich werde mal so ein paar kleine Regeln aufstellen sozusagen. Ihr könnt jederzeit einen Sketch nachbasteln. Ihr müsst nicht den aktuellsten nachbasteln. Natürlich werde ich hier überwiegend, also jetzt hier sind auf jeden Fall alle nur aktuelle Sketche dabei, aber ihr könnt auch zwischendurch noch irgendeinen der anderen Sketche nachbasteln und mir schicken. Ich werde die dann auch in dem Video zeigen. Das ist ja egal. Ich muss dann nur zusehen, dass ich sie zuordnen kann oder ihr schreibt die Nummer drauf. Auf jeden Fall, das war Sketch Nummer 3. Ich habe schon zwei Videos zu dem Thema gemacht und jetzt kommt gleich Sketch 4. Und ich habe dann jetzt unter dem Video auch Hashtag Dörtes Sketch mal gemacht. Unter diesem Hashtag findet ihr dann alle Videos. Und wenn ihr irgendwas postet, könnt ihr das auch machen. Da müsst ihr nicht die Nummer dazu machen, weil sonst entsteht ein neuer Hashtag, der dann sehr einsam ist. Also einfach nur Hashtag Dörtes Sketch. Guckt mal unten in meinen Titel, da steht es drin. Also Sketch wird, es wird alles zusammengeschrieben und Dörte auch mit Ö und Sketch groß dazwischen. Also ihr seht's, wie gesagt, unten an meinem Titel. Und ja, wenn ihr irgendwas postet oder so, auch bei Instagram oder so, am besten unter diesem Hashtag, dann wird es im Laufe der Zeit halt immer mehr und man findet es schneller. So, jetzt aber los. Ich habe wieder viele schöne Zuschriften gekriegt. Am Anfang dachte ich schon, ach, schreibt wieder keiner hier, macht wieder keiner mit. Aber ich glaube, das sind jetzt über 10 Karten hier. Und alle haben sich so viel Mühe gegeben. Viele haben auch zwei Karten mir geschickt. Und glaube aber, eine der ersten war Edeltraut, die hat das Ding gesehen, das Video und gleich losgelegt und hat mir diese Karte geschickt. Alle Ton in Ton und ich finde das echt mal ganz super. Und ich glaube, das Papier, zeig mal, ja, das Papier ist von Stampin' Up, dieses Papier, was man nur als Gastgeberin bekommt. Total schön. Also YouTube-Geburtstag halt jetzt nicht, aber ja, hat sie wahrscheinlich einen Stempel ausprobieren wollen. Die hat mir dann auch noch zwei andere schöne Karten geschickt. Das sind, glaube ich, Stanzen von Action, diese hier. Auch sehr schön, wollte ich auch nochmal mitzeigen. Also, wie gesagt, viele von euch haben, oder einige von euch haben eben auch andere Sachen geschickt. So, die nächste ist die Steffi und ich glaube, die Steffi kommt aus Hamburg. Das kenne ich schon irgendwie so vom, na, sag schnell, wenn sie unter meinem Video also kommentiert. Und die hat diese schöne Karte gemacht, also wirklich auch wunderschön, wie gesagt, relativ frei interpretiert. Man muss sich nicht immer daran halten. Meine kleine Frage ist, du hast ja auch das schöne Nylongarn von Kreativdepot und bei dir hält es halt total gut. Ich weiß nicht, fühlt sich eigentlich nicht an, wie ihr klebt, aber kannst du mir ja mal sagen, wie du festgemacht hast. Sie hat dann auch passend dazu einen Tag gemacht, da hat sie mir halt ihre Worte drauf geschrieben. Achso, jetzt zeige ich das nochmal richtig. Überlege jetzt gerade, ob ich ein bisschen Licht mache, das besser ist. Jetzt ist nämlich hier so schön hell in meinem Zimmer. Ja, eigentlich auch sehr, sehr schön die Karte. Also nicht eigentlich, ist schön die Karte mal ganz anders und also wie gesagt, viele versuchen ja in meiner Lieblingsfarbe zu basteln, rosa. Aber ich mag das auch so, wie das ist. Ich mag gerne Kraft. Und hier ist ja auch so leicht rosa bei diese. Das mag ich auch total gerne. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das die Stanze von Action ist. Ja, vielen Dank, Steffi. Jetzt kommt eine Karte von Edith mit einem kleinen süßen Bär. Ich weiß ja nicht, wo das her ist. Wartet mal, ich guck mal nochmal. Manchmal hat mir auch was aufgeschrieben, aber nee, sie hat einfach nur, freut sich halt, dass ich das mache und macht halt mit. Das ist, glaube ich, hier, sieht aus wie ein Prägefolder, den sie nochmal mit Farbe dann so gemacht hat. Ja, wunderschön, vielen Dank. Und jetzt kommt eine Karte, das finde ich voll witzig, von Gabi. Ich habe immer Schneckenpower gelesen, aber das heißt Scheckenpower auf YouTube bei meinen Kommentaren halt. Und aus Lübeck. Also Gabi kenne ich schon vom Posten oder vom Kommentieren. Und das Witzige ist, das Papier, also sie hat gesagt, sie hat sich ein bisschen schwer getan mit der ganzen Sache, weil sie unbedingt Reste verwerten wollte. Das sieht man ja auch. Und dieses Papier, das finde ich so geil, das ist ein uraltes Papier, was ich auch total schön finde, von, ich glaube, von Teddy.
Und also ich habe das mittlerweile ausrangiert und auch die Reste dann irgendwann weggeschmissen, aber ich habe auch schon Restekarten, glaube ich, damit gemacht. Das finde ich total witzig. Schön, wenn Leute das wirklich dann versuchen, wirklich alt aufzubrauchen. Also ich bin da nicht so ausdauernd. Also vielen Dank, liebe Gabi, für deine schöne Karte. Auch wirklich, also mir fällt sie gut. Schön, schön alles aufeinander gesetzt. Ja, jetzt kommen ganz viele Karten von Claudia. Die hat jetzt hier richtig losgelegt, die Claudia. Ich werde jetzt mal die Karten auch rausholen vielleicht. Oh. Immer eine DIN-Lang-Karte mit passenden Briefumschlag. Ihr seht, auch mal eine Idee mit diesen Klecksen. Und hier hat sie wahrscheinlich auch irgendein was Altes wiederverwertet, vermutlich. Und das Papier ist, glaube ich, aus diesen Blöcken von Action, die so auch so wie, naja, für so Bullet Journal sind oder so. Hier mal so eine schöne männliche Karte, sage ich jetzt mal. Auch wunderschön. Innen drin auch immer. Claudia macht sich immer sehr viel Mühe, auch innen drin alles zu gestalten. Da bin ich ja immer viel zu faul für. Hier jetzt mal hochkant und in 15x15 auch total schön. Ach, guck mal, das hätte ich noch ja nicht gesehen, ihr habt. Ach, super. Mal richtig noch mit interaktiv. Leise zieht durch mein Gemüt. Liebliches Geläut, klingen. Kleines Frühlingslied, kling hinaus ins Weite. Kling hinaus bis an das Haus, wo die Blumen sprießen. Wenn du eine Rose schaust, sag ich, lass sie grüßen, Heinrich Heine. Ach so, das ist. Ja, das passt jetzt auch total schön, weil jetzt nämlich gerade endlich mal die Sonne anfängt zu scheinen und das langsam in Richtung Frühling geht. Hat sie total schön gemacht. Hier hat sie so ja das Fähnchen mit so einem Band gemacht. Auch total schön. Und sie hat mir noch zusätzlich, weil ich letztes Mal ihre Karte so bewundert hatte mit diesem holographischen Papier, hat sie mir jetzt auch noch Papier geschickt dazu. Vielen Dank, liebe Claudia. Und dann hat sie mir noch einfach so wahrscheinlich, oder die ist hier mit drin gerutscht, bin ich mir jetzt ja nicht sicher. Noch so eine schöne Karte gemacht. Ist auch total schön. Ist ja nicht, von wem der Stempel ist. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, von Stampin' Up, aber da weiß ich nicht. Kannst du mir ja mal schreiben. Ja, wunderschöne Karten. Vielen Dank, liebe Claudia. Muss ich die alle wieder darin friemeln. Warte mal, immer schön die Zettel wieder rauf, sonst kann ich das nicht mehr zuordnen. Dann kommt die liebe Brigitte. Die kommentiert auch immer fleißig in meinem unter meinen Videos. Vielen Dank, liebe Brigitte, dafür mal. Und sie hat, glaube ich, auch diese, das ist wunderschön, dieses Papier, auch die Farben, die fallen mir ganz toll, hast du wirklich schön gemacht. Und der Spruch, weiß ich nicht, ob der mir gilt, freut mich natürlich, geht runter wie Öl. Und sie hat hier auch noch mit Wink of Stella so ein bisschen beglitzert. Und ja, nee, drin zeigen wir nicht, da hat sie mir was geschrieben. Und ja, mir fällt die wunderschön, die Ecken noch mit Farbe Distressed, also wunderschöne Karte, schöne Farben. Vielen Dank, liebe Brigitte. Dann kommt Doreen und Doreen hat mir auch gleich zwei Karten gebastelt. Vermutlich auch, also ich weiß nicht, so farbtechnisch, ihr seht es, musste der gleiche, ähnliche Block gewesen sein, von, ich glaube, wie gesagt, von Action oder könnt ihr mir auch vorstellen, so Strähne Grene macht solche Sachen. Wunderschön, auch so frühlingshaft und auch irgendwie total individuell. Also hier sieht er, da ist der Schmetterling drunter und die Banderole. Also echt schöne, wirklich schöne, schöne Karte. Vielen Dank, liebe Doreen. Und die nächste Karte ist dann eher männlich. Oh, das ist toll. Also tolle Farben. Das ist alles von Stampin' Up hier. Also das zumindest und das Papier. Ist ja nicht, ob das Papier auch. Total schön. Ach, sie hat auch die. Die habe ich, glaube ich, auch. Und ja, nee. Schöne Karten, wirklich. Vielen Dank, liebe Doreen. Hast du dir echt große Mühe gegeben. Das muss ich auch mal machen mit so Klecksstempeln auf Designpapier. Das vergesse ich immer irgendwie. Als nächstes kommt die liebe Lisa. Sie hat auch einen Instagram-Account. Stiftlust heißt sie da. Und die hat auch was mit Schmetterlingen gemacht. Also alle da haben schon ein bisschen Frühlingslust, wie ich merke. Auch wunderschöne Farben. Und dann mit dem netten Spruch hier. Und ja, innen drin hat es das auch schön verziert und für die Farbgebung und Details wie die Herzchen bordiere habe ich den bevorstehenden Valentinstag. Ach so, okay, dann fehlen aber die Herzen, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich bastle auch so in rosa ohne Valentinstag, liebe Lisa. Aber vielen Dank, wunderschöne Karte.
Jetzt kommt die liebe Marion. Die hat auch in diesen Farben gebastelt von vorhin. Und wunderschön, auch mit diese, die Steine liebe ich ja auch total. Die habe ich auch, die waren mal von, ich glaube, von Teddy. Und sie hat nochmal Danke gesagt für alles, was ich tue. Steht hier innen drin noch so ein Stempel. Und sie hat auch so eine. Ich habe ja mal, das hat ja letztes Mal auch super geklappt. Ich habe ja im letzten Haul, glaube ich, irgendwann gefragt nach diesem Stamping-Tool da, wo man beim Stempeln dann mit der Stempelhilfe so runterdrücken kann. Ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt, aber es ja, hat einen Namen. Und jetzt habe ich hier die Doreens ihre Kleberfarbe bummelt. Und jetzt habe ich es vergessen, was ich wollte. Ach so, genau. Und ich möchte unbedingt diese Streifen von Love from Lizzie haben. Diese Peel-Off-Sticker, diese Streifen. Und Love from Lizzie ist aber von UK. Und wenn du in UK bestellst, musst du ja Zoll zahlen. Jetzt wollte ich mal fragen, ob ihr noch welche zu Hause habt, die ihr verkaufen wollt. Oder ob ihr irgendeinen anderen Shop kennt, der also einen deutschen Shop, wenn es geht. Oder eben, wo man eben nicht Zoll zahlt, der halt diese Peel-Off-Sticker verkauft. Weil ich habe schon gesucht und ich finde das einfach nicht. Und diese einfachen von Idee mit Herz oder gibt ja so, auch so eine anderen Sticker, die fallen mir einfach nicht. Also ich möchte schon die von Love from Lissy haben, weil die sind irgendwie hochwertiger. Also so sehen die jedenfalls aus. Also schreibt mir bitte gerne, wenn ihr die vielleicht loswerden wollt. Da hätte ich gerne mal welche. So, also liebe Marion, jetzt habe ich hier schön drüber gequatscht. Ich finde deine Karte wunderschön. Viele, viele Details und Mühe gemacht. Also mir fällt die toll und auch die Farbgebung. Jetzt kommt die liebe Christine. Die hat, wie gesagt, die hat mir vorher auch ein Foto geschickt von der Karte. Und ich muss sagen, das ist immer so das Ding. Ich kriege ja lieber die Karten so, weil ich finde, man sieht das einfach in echt irgendwie besser. Und sie hat hier diese Z von Stampin' Up. Also wie gesagt, ich bin ja Gott sei Dank, mache ich ja nicht mehr als Demo weiter, kann ich auch ja nicht weg, immer die Namen alle ja nicht weiß. Aber das ist diese Z, was so ein bisschen zur Hochzeit ist mit dem Kranich. Und ja, also ich finde, hier ist viel los, aber mir gefällt die Karte sehr gut, weil ich die Farben auch mag. Vielen Dank, liebe Christine, und viel Glück wahrscheinlich für die Challenge hier. Okay, die nächste ist die Gudrun. Die hat mir auch eine sehr schöne Karte geschickt, auch wieder mit diesem, das mag ich auch total gerne. So eine Gräser oder was das sind. Und natürlich auch mit Rosa. Und ja, sie hat auch geschrieben, das war die Karte letztens mit den süßen Wichteln, hatte ich euch, glaube ich, gezeigt. Und sie hat auch geschrieben, dass sie mir halt wieder ein Rosa gebastelt hat, damit sie die Aufmerksamkeit auf ihre Karte lenkt. Aber die kriegst du auch so, auch ohne Rosa. So, die nächste Karte ist von Heidrun, auch eine wunderschöne Karte. Gute Besserung. Ja, ich hoffe nicht, weiß nicht, ob ich da gerade krank war. Innen drin auch total schön verziert. Total schön, ja. Fällt mir sehr gut, die Karte. Vielen Dank, Heidrun. Und als letzte, nee, doch, kommt, das kam auch relativ zum Schluss, kommt hier von Käthe, so ein ganzes Paket. Käthe hat anscheinend, also ich zeige jetzt, warte mal, innen ist, glaube ich, ja, innen ist auch weiter, aber innen ist die auch, sie hat hier, das fühlt man, das müssen irgendwie, weiß nicht, was das für Farben sind, aber das könnten auch Schalk-Inks sein oder so, also Kalk-Inks. Oder das sind. Ja, oder es ist sogar Acrylfarbe, keine Ahnung. Auf jeden Fall wunderschön hat sie hier das Ganze gestaltet. Innen drin ist das auch nochmal das Thema. Gefällt mir sehr gut, so was mag ich ja. Und natürlich noch ein paar Zeilen dazu. Und dann hat sie mir echt also wie gesagt, die hat das gleiche genutzt und hat das so wunderschön alles verpackt hier. Und hat mir eben auch noch so eine Art Überraschungspaket gemacht, finde ich total lieb, aber ehrlicherweise muss ich sagen, solche Sachen verwende ich überhaupt nicht. Erstens mal habe ich das Stempelset auch, aber das verwende ich ja nicht, wie gesagt, weil ich mache, also ich habe auch mal früher angefangen, mir so Sachen vorzubereiten, um sie dann zu verwenden in Karten, und das funktioniert bei mir absolut nicht. Ich muss das live basteln. Ich hebe mir meistens auch die Reste nicht auf, also wenn ich jetzt was ausgestanzt habe oder so, dann schmeiße ich das meistens weg, weil ich das nicht verwende. Das liegt dann ewig rum und wird immer mehr. Und deshalb ist das lieb gemeint von dir, dass du mir deine, also so eine Art Überraschungs- oder ich weiß ja nicht, wie man das nennt, Überraschungspost, da nehme ich ja auch nicht dran teil, schickst. Aber also so Stempelabdrücke und sowas, das verwende ich meistens ja nicht. Papier ist eine andere Sache, das gefällt mir hier sehr, sehr,
sehr, sehr gut. Vielleicht verwende ich das auch gleich in meiner Karte mal. Und ja, als mir noch so Papiere schöne mitgeschickt. Weiß gar nicht, von wem die sind. Ziemlich dick. Aber das ist auch schön hier. Na, mal sehen, vielleicht verwende ich davon gleich noch was. Also wie gesagt, vielen Dank, liebe Käthe. Aber an alle, also keine Stempelabdrücke oder irgendwelche Embellishments oder so. Das verwende ich einfach nicht. Ja, aber auch wunderschöne Post. Also vielen Dank, ihr Lieben, für eure zahlreiche Post. Ich werde die jetzt mal hier wieder ins Kästchen stecken, damit das nicht wegkommt. Und nachher nochmal sortieren. So, und jetzt kommt der neue Sketch. Ein bisschen blöde, mein Drucker hat keinen Toner mehr. Mein Mann sollte das wechseln, aber wir haben keinen mehr und den muss er erst bestellen. Aber ich muss das Video heute unbedingt drehen. Und hier ist er, der neue Sketch. Tada! Ich habe gedacht, wir haben jetzt so viel mit Rechtecken gemacht, jetzt müssen wir auch mal ein paar Kreise machen. Die Kreise sind ein bisschen oval geworden. Ich habe schon drei. Ja. Ach, Leute. Das läuft ja hier wieder bei mir. Das ist mein Tablet. Ich weiß ja nicht, ob man das so vielleicht besser sieht. Also, wie gesagt, ich werde den Sketch auf jeden Fall, weil ich den ja diesmal richtig als Datei habe, euch hinten einblenden im Video etwas länger, damit ihr euch den dann als Screenshot machen könnt. Vielleicht verlinke ich ihn auch unten in der Infobox, mal sehen. Na, auf jeden Fall habe ich gedacht, es müssen jetzt auch mal ein paar Kreise her, weil ich auch gerne Restpapiere verbasteln möchte. Wie gesagt, es sind 5 Kreise und 3 Streifen. Also da kann man ja auch alles machen, weil ich dachte, die Kreise können ja auch Blumen sein oder irgendwelche andere rundliche Motive. Also da ist man dann vielleicht ein bisschen freier. So habe ich mir das gedacht. Und hier seht ihr auch, wie ich das dann gerne, falls ihr was postet, haben möchte. Dirty Sketch, so heißt es jetzt. Und hier ist dann immer die Nummer. Die könnt ihr natürlich mit dazu schreiben, aber nicht anhängen, sonst entsteht ein neuer Hashtag. Okay, also Sketch Nummer 4. Und ich werde jetzt vermutlich eine Karte vor der Kamera basteln und eventuell noch ein paar so und euch das dann am Ende wieder zeigen, weil so viel Zeit habe ich jetzt nicht. Also, schaut, nehmt euch noch einen Kaffee. Ich habe hier auch noch einen. Und schaut mir zu. Und ich hoffe, ihr nehmt wieder zahlreich dran teil. Und ja, dann viel Spaß mit dem Basteln. Ihr Lieben, ich habe da mal was vorbereitet und von der lieben Käthe hier wirklich das Papier genommen. Und ich habe, wie gesagt, ja viele Reste, vor allen Dingen weiße kleine Schnipsel. Und auch mal so was hier, was ich schon aus hier... Ich habe immer das Gefühl, dass die Kamera irgendwie Probleme hat mit meinem Licht jetzt. Egal. Jedenfalls habe ich mir hier 5 Kreise ausgestanzt, habe eine Grundkarte ganz normal, habe mir hier einen Aufleger ausgestanzt, das sind die Stanzen von Create a Smile, sind schon schmutzig. Und jetzt wollte ich mir die Kreise halt noch ein bisschen, dass sie nicht so hart weiß sind und vor allen Dingen, die sind unterschiedlich weiß, wollte ich mir die ein bisschen einfärben. Und zwar mit meinen Dings hier. Schauen wir mal, welche Farbe ich nehme. Ich glaube, ich nehme mal, aber nee, das ist zu hart. Ich mache einfach nur so ein bisschen hier. Fragt mich nicht nach der Stempelmatte, die ist von Tim Holz da zu der Glasplatte gewesen. Die jetzt, die Glasplatte habe ich übrigens nicht weggeschmissen. Die steht hier, also neben mir ist ja ein Rollcontainer. Und da ist die halt, ja, jetzt würde ich hier mal einfach die Kreise ein bisschen. Das Ganze im Schnelldurchlauf und dann föhne ich das und dann näht's weiter. So, jetzt nehme ich meine Karte, meine Grundkarte und meine ausgestanzte Mattung. Die setze ich nochmal auf ein lilanes Papier. Das ist von Teddy da, diese 15x30 Blöcke und ja, damit so eine ganz kleine lilane Kante entsteht oder, ja, ich weiß ja nicht, Auberginen ist das, glaube ich, eher, also so wie in der Karte eben. Dann setze ich mir den Aufleger einfach auf, dann drapiere ich mir meine Kreise so, dass es mir fällt und klebe die dann auch plan auf, also mit Flüssigkleber. Hier seht ihr das, wie ich die drapiere, also erstmal lege ich es mir so hin, wie es mir fällt. Mache ich eigentlich immer so und dann versuche ich es so ähnlich dann festzukleben. Das klappt natürlich nicht immer zu 100%. Also währenddessen schiebt man es dann auch nochmal so ein bisschen hin und her. Ja, wie der Sketch halt so ist.
Dann kommen hier meine Streifen. Die matte ich mir eigentlich ganz genauso nochmal wie mein Aufleger, weil ich finde, dass sie sich dann besser vom Hintergrund abheben. Ich persönlich finde ja eigentlich, dass das so mit den Kreisen auch schon geht. Ja, aber wie gesagt, ich mache mir ja selber die Challenge und nehme halt den Sketch, so wie ich ihn gezeichnet habe, ohne vorher gebastelt zu haben. Also so, aber im Nachhinein hätte ich gedacht, auch ein Streifen oder nur so ein Spruch obendrauf auf den Kreisen hätte auch ganz gut ausgesehen. Naja, wie auch immer, jetzt drapiere ich hier erstmal meine drei Streifen, also matte die und drapiere die, so wie es schön aussieht. Und der untere Streifen bekommt dann noch den Spruch zum Geburtstag. Schönen Geburtstag von Stampin' Up, da meine klitzekleinen Grüße. Immer wieder genommen, immer wieder immer wieder geliebt, ja. Was soll ich sagen, so ein Grundstempelset braucht man einfach. Hier nochmal kurz alle meine Streifen, also vielmehr die oberen zwei bekommen jetzt noch Foamtape drunter. Das werde ich jetzt hier aber rausschneiden, weil das sonst zu lange dauert. Und hier ist das fertige Ergebnis. So, ihr Schnuckis, jetzt seht ihr, warum ich das überhaupt mit den Sketch gemacht habe. Und zwar habe ich diverse so Reststreifen, hier das von so einem 6x6 Block. Und zwar von dem hier, von Lonfon und... Ja, die wollte ich halt gerne verbrauchen und ich finde das immer besonders schön mit Kreisen. Geht natürlich auch mit Streifen und Vierecken und was weiß ich nicht alles. Aber wie gesagt, hatten wir ja jetzt die ganze Zeit und ja, wie gesagt, da stanzt man sich einfach jetzt in meinem Fall 5 Stück aus. Drapiert die sich übereinander, nimmt seine 3 Streifen und fertig ist die Karte, ja. Und so machen wir das jetzt. Ich habe dann zusätzlich noch, weil ich das gerade... noch neu habe und weil so ein bisschen mir sonst zu wenig los ist. Hier diese schönen, total schön, ich habe das noch nicht euch gezeigt oder aber schon angekündigt, von Alexander Renke habe ich ja die Kreativbox abonniert, kriege jetzt jeden Monat und da waren diese tollen Sachen drin. Das hier heißt Gräser Set 2 und das ist Artist Blume 2, also 02 immer. Und die Gräser habe ich mir hier ausgestanzt. Und ja, dann würde ich sagen, schaut mir zu. Das ist ja eigentlich schon die Karte. Das mache ich mal mit Musik. Viel Spaß. Also auch hier einfach alle Kreise plan aufkleben. Dann die Zweigchen drapieren. Und dann die Streifen klebe ich wieder mit Foamtape auf, glaube ich. Und... mach noch die Sprüche drauf und dann am Ende nehme ich noch ein paar Nudwo-Dropsticks, mit denen ich das Ganze auflocker. Ach so, die Streifen, da habe ich auch bei den, also bei allen Streifen, die werde ich irgendwie entweder matten oder eben die Kanten hier in dem Fall mit Papaya einfärben, damit sich das von dem Untergrund halt besser abhebt.
So, hier nun das Endergebnis. Also ich finde die echt wunderschön. Also die Farben mag ich total. Ich habe noch eine zweite gemacht außerhalb der Kamera. Die zeige ich euch jetzt gleich. Und zwar das Ganze in Seladon und mit der Blume noch dazu. Ich zeige sie hier nochmal. Und die Sprüche etwas anders angeordnet. Ja, also mir gefällt die auch ganz gut. Ist halt mehr so eine männliche Karte sozusagen. So, ihr Schnuckis, für die letzte Idee habe ich hier schon mal aufgebaut. Ich brauche 5 verschiedene Farben. Ich habe hier 3 Grüntöne und 2, also eigentlich ist das Blütenrosa und Osterglocke. Aber mein Blütenrosa ist irgendwie so braun. Dann habe ich hier 5 verschiedene Kreisstempel sozusagen. Und zwar sind die Stempel jetzt meine Kreise. Ich habe hier die beiden Sets benutzt. Hier ist der draus. Dann habe ich den, den, den und den, weil das so von der Größe her hinkommt. Dann habe ich mir auf jeden Fall hier eine Grundkarte schon mal zu liegen. Ganz normal 14,5 mal 10,5 und der Aufleger ist 14 mal 10. Und vielleicht schneide ich den auch noch zurecht. Aber jetzt stempeln wir erstmal. Und zwar möchte ich, also das sind meine beiden großen, die kommen oben und unten hin, also wie das Sketchit verlangt. Und die 3 anderen sind dann hier so in der Mitte. Und ich möchte aber, dass die im Vordergrund sind. Deshalb stempel ich mir die zuerst. Und zwar zuerst diesen hier in einem schönen Minzmakrone. Dann nehme ich gleich diesen Abdruck und mache mir eine Schablone sozusagen, weil ich das gerne maskieren möchte. Sieht man kaum, wa? Aber ich sehe das. Naja, auch nicht so richtig, aber mal versuche es so. Dann kommt das schon mal hier oben hin. So richtig sehe ich das nicht, wa? Seht ihr das? Ich glaube, das muss hier noch mehr rund. So. Jetzt kommt der Teil hier. Den werde ich in. Das ist hier. Ach nee, ich wollte eigentlich hier. Olivgrün, aber den setze ich eigentlich nicht so, dass die sich irgendwie in die Quere kommen. So, jetzt kommt, ach so, genau, und jetzt wieder das gleiche Stückchen mit Masking Tape. Ich habe mir jetzt extra mal hier Labeling und Cover Tape, weil mein Lilanet finde ich ist irgendwie so stark, auch wenn ich das immer an meinem Pulli oder so abmache, aber ich finde das immer so stark. So, das auch noch mal, diesmal ein bisschen kräftiger, dass ich es auch sehe. Meine Maschke. Und die kommt dann auch da drauf. Und jetzt kommt mein großer Stempel. Ich werde ganz zart in ich weiß nicht, ob das Farngrün ist. Ja, Farngrün. Muss ich jetzt vorher mal irgendwo abstempeln, damit das nicht so dunkel ist. Mache ich mir erstmal hier so einen, den größeren Kreis als Hintergrund. Also den Kreis hier verwende ich zweimal. Dann mit Osterglocke in den Kreis rein. Damit der so ein bisschen, weil wenn du nur den Kreis mit dem Blümchen stempelst, dann sieht man das eigentlich nicht. So, und jetzt das Ganze nach unten hin nochmal. Also die Maske muss man natürlich aufpassen mit den Fingern. Die Maske abnehmen. Und dann nehme ich nur meinen Kreis hier und mache das mit dem, wie gesagt, Blütenrosa ist das, nach unten. Jetzt ist mein unterer Kreis natürlich irgendwie größer, aber ja, und ihr seht, bei mir ist das irgendwie kein Rosa so richtig, sondern eher so ein, ja, weiß ich nicht. So, und der letzte
Da können wir die Maske abnehmen. Der kann rüber im Vordergrund. Der Pünktchenstempel hier. Na, sieht doch schon gut aus, wa? Den mache ich. Den Teig dann noch nicht genommen. Eigentlich wollte ich den auch in Gelb machen. Macht ja nichts, wa? So. Haben wir also auch unsere fünf Kreise. Und als Streifen habe ich mir jetzt hier Washi-Tape rausgesucht. Bin mir nicht sicher, in der Mitte wird das goldener sein. Das ist aber bei mir total unklebrig. Deswegen werde ich dann Streifen mir hinsetzen. Ja, das ist meine Aufbewahrung für mein Dings. Frage, ob ich es vielleicht so rum mache. Nö. Wobei, dann sehen die Karten nicht alle gleich aus. Ich mache es dann mal so rum. Ist jetzt nicht original, wie der Sketch ist, aber... Oh, schief. Schief. Einmal. Denn doch den Anfang finden würde. Reiß ich mal nochmal ab. Zweimal. Und wie ist schief? Dann habe ich hier noch so ein gelbes gehabt. Schon wieder weg. Hier. Hat dann, also wie gesagt, passt so farblich ungefähr. So, und dann habt ihr auch in Sekunden schneller den Sketch bedient und eine Karte fertig. So, ne? Jetzt mal einen ganz anderen Stempel hier rausgesucht. Wie gesagt, ich werde ja versuchen, meine Sachen oft zu verwenden. Happiness of Birthday to you. Ich finde, das ist dann auch mal so ein Kärtchen, was nicht so rosa ist wie sonst meine Karten. Und das werde ich mit Espresso stempeln, damit es nicht so hart wird. Und ihr seht jetzt schon, ich habe den Aufleger. Hier bin echt... Bin noch nie so ganz sicher, ob ich das einfach so aufklebe. Ja, sehr schön. Oder ob ich noch einen Rand mache. Ich werde doch einen Rand machen mit Espresso. Das muss natürlich ganz vorsichtig passieren. Sonst haben wir wieder überall Schmiererei. Und wie gesagt, das könnt ihr ja ganz ohne, dass es ein Aufleger ist, machen. Sondern einfach nur auf die Grundkarte. Aber wie gesagt, ich mache es jetzt so und gebe es dafür aber Plan auf. Und dann werde ich noch ein paar Moos draufkleben. Und so haben wir den Sketch wirklich mehrfach bedient. Ja, mache ich jetzt noch Tröpfchen. Ich weiß halt nicht, ob das zu hart ist, die verwende ich halt nie. Oder ob ich einfach nur mal grau nehme. Das wird mal daneben sehen. Die Farbe sieht aus wie Vogelschiss. Nee, also die will ich nicht nehmen. Und mal sonst noch. Ich nehme jetzt die Dups. So, alle trocknen lassen und wegräumen und dann sehen wir uns nochmal mit allen Karten. Lieben, ich zeige jetzt nochmal den Sketch einmal. Nur falls ihr einen Screenshot machen wollt, aber ich blende das wahrscheinlich hinten auch ein als Foto. Dann hier nochmal, also hier Nummer 1 von dem Papier, was ich halt zugeschickt bekommen habe. Und hier außerhalb der Kamera dann eben als
Kameravideo, diese Karte, ich muss die halt vorsichtig hinlegen, weil die Dunvo Drops sind noch nicht getrocknet. Die muss ich jetzt wirklich auch öfter nehmen, weil ich merke, die werden immer fester. Da gibt es ja auch irgendeinen Trick, könnt ihr mir ja mal schreiben. Und dann die letzte Karte eben mit Washi-Tape und hier sind eben auch die Nuvo-Drops noch. Das sind die Durchsichtchen, die müssen noch klar auftrocknen. Und ja auch, also wenig total. Und das ist jetzt ja wirklich eine simple Karte. Und wenn ihr keine Kreise habt, ihr wisst ja Kartoffeldruck, ne? Kennt das noch jemand? Ihr macht eine Kartoffel einfach in der Mitte durchschneiden, ein bisschen schnitzen am Rand. Da könntet ihr euch theoretisch auch 5 verschiedene große Kreise zaubern halt, ne? Oder halt irgendwelche anderen Dinge. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel bei Create a Smile unter anderem auch den runden Acrylblock gekauft, weil ich den auch verwenden kann, um zum Beispiel mit Aquarellfarben zu arbeiten. Also wie gesagt, ich finde jetzt mein Sketch echt total gut. Ich finde irgendwie einfacher auch Kreise. Ich weiß auch nicht, mit Kreisen habe ich es dann wohl eher am Hut. Und ja, sieht irgendwie auch immer harmonischer aus. So. Also ich finde, ihr seht ja auch, die sind alle gleich eigentlich, aber auch doch ganz verschieden. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder inspirieren. Hoffe natürlich auf eure zahlreiche Teilnahme. Lasst euch ruhig Zeit. Wie gesagt, wenn die Karte nicht in dem nächsten Video mit bei ist zum Zeigen eure, dann wird sie halt im nächsten Video gezeigt. Schaut ruhig die anderen Videos auch noch an. Wie gesagt, Hashtag Dirtes Sketch. Nicht so einfach, Zungenbrecher wie immer. Wie mein Name, ich kann nicht anders. Naja, und wie gesagt, dann, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich gerne und drückt natürlich die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und ja, dann danke ich euch fürs Zuhören und Sehen und wünsche euch einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, Nacht, was auch immer jetzt kommt. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!